Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Sascha und ich grüße wie immer euch da draußen, alle Elektrobegeisterten. Es ist endlich soweit, Software-Update 2024.38.2 ist endlich angekommen bei mir und wir testen jetzt gleich mal den Autopilot. In Kurven kommt hier eine Anzeige am Bildschirm und das schauen wir uns gleich an. Ist Kurvenfahren jetzt hier in diesem Auto möglich wie auf Schienen? Das Ganze wird sehr, sehr interessant, denn wir haben jetzt gleich zu Beginn eine wirklich ja, tricky Linkskurve, wo das Auto immer Probleme hat. Wir kommen aus der Ortschaft raus und die Fahrbahnmarkierung ist ein bisschen ja, schwierig gestaltet. Es ist auch eine Kreuzung mit dabei und hier hat das Auto immer massive Probleme. Und ich bin sehr gespannt, ob das Ganze vielleicht jetzt nach diesem Software-Update besser funktioniert. In einem separaten Video werden wir dann noch die Neuerungen bei Spotify zeigen, wie man diesen Account einrichtet und auch, wie man die Seitenspiegel absenkt. Auch hier gibt es ja eine Änderung, das können wir jetzt manuell einstellen. Aber all das in einem weiteren Video. So, wir sind jetzt im Autopilot. Hände weg vom Steuer und jetzt kommt auch schon hier die Linkskurve. Ihr seht hier die Markierungen gestrichelt und hier hat das Auto immer Probleme. Assistent für kurvenreiche Strecke aktiviert anscheinend. So, wir müssen kurz, ist es noch zu dunkel für die Innenraumkamera? Ja, wahrscheinlich. Die Kurve wurde jetzt aber besser genommen. Das war jetzt gleich mein erster Eindruck. Jetzt nochmal so eine Linkskurve. Was sagt er hier wieder? Kommt hier wieder eine Meldung? Leicht drehen will er. Also, Innenraumkamera ist immer noch jetzt nicht einsetzbar anscheinend. Wir haben es 8 Uhr. Draußen ist es neblig, relativ dunkel. Ich muss am Lenkrad drehen. Meine Hände werden anscheinend noch nicht erkannt. Vielleicht bessert sich das ja in den nächsten 10, 15 Minuten. Wir probieren es jetzt nochmal. Jetzt hat es funktioniert. Nur kurz berühren. Wir legen aber jetzt die linke Hand aufs Lenkrad. Assistent für kurvenreiche Strecke aktiv, sagt er. Wir kommen zu einem Kreisverkehr. Er bremst hier ganz leicht ab. Das war auch noch nicht so, dass der so abbremst. Was macht er jetzt? Ja, aber er kennt sich trotzdem im Autopilot weiterhin nicht aus. So, jetzt hat er mich allerdings gestrikt. Das ist natürlich schlecht für die Fahrt. Ah doch, ich bin jetzt doch wieder drin. Es war kein Strike. Sehr gut. Wir haben eine Rechtskurve. Autopilot wegen schlechter Sicht begrenzt. Aha, wir haben es neblig und er macht gar nichts. Schaut her, Leute, er bremst ab. Der Autopilot bremst bei 30 km/h ab wegen schlechter Sicht. Das hatte ich auch noch nie. Wir haben starken Nebel. Schaut euch diese Meldung an. Autopilot wegen schlechter Sicht begrenzt. Also, wenn ich jetzt runtergehe, wie fahrt er weiter? Er bremst ab, er beschleunigt gar nicht, obwohl ich maximale Geschwindigkeit hier eingegeben habe. Also, diese nebligen Verhältnisse, die wir jetzt haben, mag der Autopilot nicht. Das heißt, er hält die Spur weiter. Ja, das macht er. Aber er gibt nicht Gas. Ich muss selbstständig Gas geben. Sehr, sehr interessant. Diese Situation hatte ich bislang noch nie. So, wir berühren leicht das Lenkrad. Er ist in der Spur. Wenn ich jetzt aber vom Gas gehe, Leute, jetzt fährt er weiter. Jetzt fährt er wieder weiter. Anscheinend haben sich die Lichtverhältnisse vielleicht jetzt gerade etwas verbessert. Auf jeden Fall, es war keine Beschleunigung da. 30 km/h, sonst ist nichts passiert, obwohl es jetzt wirklich neblig ist, aber vielleicht ist es jetzt an dieser Stelle wieder etwas heller. Die Meldung kommt auf jeden Fall jetzt nicht mehr. So, wir fahren jetzt nochmal um den Kreisverkehr rum, wollen natürlich die Kurven testen. Das war jetzt natürlich eine Zugabe mit dem Nebel, auf das war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Aber sehr, sehr interessant. Assistent für kurvenreiche Strecke wieder aktiv. Also das sagt er immer auch, wenn es zu einem Kreisverkehr hinkommt. Kreisverkehr kann er nach wie vor nicht fahren. Aber wir wollen natürlich enge Kurven testen. So, der Bus bleibt stehen. Das war sein Glück.
wir blinken. Gehen wieder in den Spurhalteassistenten. Handy bitte am Lenkrad behalten. Das ist jetzt auch neu farblich gekennzeichnet. Also, dass das so in Schwarz unterlegt war, das ist mir auch neu. Das war farblich meiner Meinung nach anders bisher. Ist jetzt auf jeden Fall besser. Man kann das besser erkennen. So, er beschleunigt. Lasst mich mal schauen. Wir gehen mal schnell aufs Gas ein bisschen mehr. Genau, das reicht. 85 ist völlig ausreichend. Also, diese Meldung kommt jetzt nicht mehr wegen eingeschränkter Sicht und Autopilot. Anscheinend war das vorher ganz spezielle Situation. So, wir kommen jetzt in eine Rechtskurve. Kommt hier auch die Meldung, dass die Kurvenassistenz aktiviert ist? Nein, also, nein, langgezogene Rechtskurven. Hier kommt keine Meldung. Also die Kurve muss wirklich etwas enger sein. Deswegen fahren wir jetzt den Weg nochmal schnell zurück, wo wir an einer wirklich engen Kurve dann vorbeikommen nochmal. Also in langgezogenen Kurven gibt es keine Meldung. Aber dieser Test hat sich heute schon mal wieder gelohnt. Gerade mit diesen Wetterverhältnissen. Ich hoffe, man kann es irgendwie, jetzt kommt die Meldung wieder. Ja, jetzt kommt eine etwas engere Linkskurve. Das Auto geht mit dem Tempo zurück. Wir kommen zum Kreisverkehr wieder. Okay, sehr, sehr interessant. Also er geht auf jeden Fall mit dem Tempo runter vor der Kurve. So, jetzt fahren wir mal schnell den Weg zurück und schauen uns nochmal diese schwierige Kurve an. Die wird jetzt dann zur Rechtskurve. So, wir erhöhen schnell das Tempo nochmal auf nicht ganz so schnell. 60 ist hier ausreichend, ist auch die Richtgeschwindigkeit. Also wir kommen jetzt in die Stadt, haben hier etwas engere Kurven. Und jetzt schauen wir mal, was das Auto macht. Ob es verkehrsbehindernd ist, ob er zu stark abbremst, wie nimmt er diese Kurve? So, wir berühren leicht. So, etwas stärkere Rechtskurve, hier kommt die Meldung, ja, er geht schön mit der Geschwindigkeit runter. 5 km/h, 3, 4 km/h weniger, hervorragend, Leute, das ist Spitzenklasse. Das ist wirklich gut, jetzt auch wieder, er bremst ab, schaut her, er bremst in dieser Kurve ab und nimmt die sauber, das ist wirklich gut, das war vorher noch nicht so. Das ist eine absolute Verbesserung, gerade wenn man jetzt in die Stadt reinkommt. Habt ihr das gesehen? Sehr gut. Gefällt mir ausgezeichnet und deswegen machen wir das gleiche jetzt nämlich nochmal, damit ihr das nochmal sehen könnt. Also der ist auf jeden Fall vorher, ich bin hier an dieser Stelle ja schon x-mal vorbeigefahren und das war noch nie so sauber zu fahren wie jetzt. Also es ist nicht nur eine Anzeige, die hier irgendwas ja zum Ablesen nur anzeigt, sondern es ist wirklich eine Verbesserung. Das Auto bremst vor den Kurven leicht ab, fährt die Kurven extrem sauber, ohne dass man hier Angst haben muss. Und ich bin hier oft schon mit Gegenverkehr in diese Kurve gekommen und das war teilweise schon sehr, sehr haarig. Ich musste hier auch immer selbstständig eingreifen und ja, man kann nur sagen, jeder, der jetzt das Software-Update bekommt, Leute, probiert das Ganze aus. Ihr werdet es feststellen, dass es eine Änderung ist, eine Verbesserung. Deswegen drehen wir jetzt hier mal schnell um, fahren diese Kurve nochmal schnell zurück, weil es einfach richtig geil ist. So, grün haben wir auch noch, das ist ja perfekt, dann wird das ganze Video nicht zu lange. Und jetzt schaut euch diese besondere Situation nochmal an. Also, wir gehen in den Autopilot, gehen auf Tempo 60 und jetzt hier geradeaus, schaut euch die gestrichelte, markierte Fahrbahn an. Ihr geht jetzt schon mit der Geschwindigkeit zurück. Er fährt 50 sehr, sehr sauber. Diese, ja. Und zwar waren das diese Striche auf der Fahrbahn. Das mag er nicht. Das mag er nicht. Dennoch festzustellen, und hier drehen wir wieder um, wir fahren diese Kurve jetzt nochmal in die andere Richtung. Also, er geht mit der Geschwindigkeit zurück.
fährt diese Kurve sehr, sehr sauber. Nur diese Striche auf der Fahrbahn bringen ihn etwas durcheinander. Aber er korrigiert es dann sofort und kann dann trotzdem die Kurve weiterfahren. So. So, wir sind im Autopilot, gehen schnell auf Geschwindigkeit. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert hier. Die Meldung kommt und jetzt fährt er schön sachte diese Kurve, obwohl ich 65 km/h eingegeben habe. Und das war, auch wenn jetzt viele schreiben würden, ja, oder schreiben, das war vorher auch schon so. Nein, das war vorher bei mir definitiv nicht so. Also Leute, das war jetzt mein Test für die Kurvenfahrt. Testet das Ganze selber aus. Alles Weitere zu diesem Software-Update kommt in einem separaten Video, sonst wird das Ganze zu lang. Auch noch heute. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Servus.